Dank, dass ihr alle hier seid zu unserer kleinen Schnapsbesprechung. Ich werde erstmal anfangen und das letzte Jahr kurz zusammenfassen. Wir sind im letzten Jahr dazu übergegangen und haben die V-Armee vor uns hergetrieben und sind bis kurz vor die Hauptstadt gelangt und haben im letzten Frühsommer die Werkstätten, die diesseits der Hauptstadt liegen, ja, einnehmen und unschädlich machen können, sodass kein schweres Gerät von Seiten der V-Armee mehr hergestellt werden kann. Auf eben jenem Feldzug hat Hauptmann von Bruck eine Vision erhalten durch einen selbstlosen Priester, der mit uns unterwegs war. Und in dieser Vision wurde ihm von einem göttlichen Wesen die Information zuteil, wo sich der Kronprinz aufhält. Und wir haben erfahren, dass er eben nicht in der Hauptstadt ist und dort gefangen gehalten wird, sondern ganz im Nordosten von V, in den Ruinen der alten Magier-Zitadelle. Ungefähr zur gleichen Zeit ist das Portal aufgegangen, hier im Norden des Eltertals, aus dem die Horden der Blutkönigin entströmt sind. Daraufhin haben wir von dem Vormarsch auf die Hauptstadt abgelassen, haben uns zurückgezogen ins Eltertal, um uns erstmal dem Untotenproblem anzunehmen und gleichzeitig Pläne zu schmieden und Kräfte zu sammeln, um unser oberstes Ziel zu erreichen, nämlich den Kronprinz lebend aus den Händen der V-Armee zu befreien. Und eben das muss das Ziel für dieses Jahr werden. Das ist die Mission, die wir anstreben. In den Norden zu segeln, V zu umsegeln, anzulanden im Nordwesten und dort den Kronprinzen aus den Fängen der V-Armee zu befreien, aus den Katakomben der Ruinen der Magier-Zitadelle. Und genau dafür suchen wir Unterstützer. Wir brauchen Schiffe, die Truppen bis dorthin bringen. Wir brauchen bewaffnete Unterstützung, die uns helfen, den Kronprinzen zu befreien. Das und nichts anderes muss unser oberstes Ziel sein. Von daher sollten wir jetzt schauen, wie wir dorthin kommen und wie wir dann dort agieren, nicht wahr? So ist es. Es gibt einen Fluss im Nordwesten, der in der Nähe der Magier-Zitadelle vorbeifließt. Je nachdem, mit was für Schiffen wir unterwegs sind, wäre es möglich, nur einen Tagesmarsch von der Zitadelle entfernt anzulanden. Also wir haben euch schon gesagt, unser Schiff hat wenig Tiefgang, es kann auf Flüssen fahren. Also, dann wäre es wahrscheinlich eine kombinierte Lösung, denn ich habe euch ebenfalls schon gesagt, wir können einen großen Truppenverband auch um das ganze Land herumbringen. Wir sind uns allerdings nicht sicher, ob unser Dreimaster so gut dafür geeignet ist, auf einem Fluss zu fahren. Denn die Saianische Marine wird im Zeichen der politischen und militärischen Allianz zwischen Saia und V definitiv zu Diensten sein. Und wir werden unseren Dreimaster, die HMS Einstadt, unser bestes Schiff zur Verfügung stellen. Allerdings halte ich es für notwendig, für die Flussfahrt kleinere Schiffe zu nutzen. Wir haben Boote, aber kein unbedingt kleines Schiff. Von daher ist diese verbundene Allianz wahrscheinlich sehr sinnvoll. Das ist nicht ganz klar. Es ist eine ehemalige Militäranlage, die dort genutzt wird. Eine Festung, die im Zuge der Säuberung, die die V-Armee den Magiern gegenüber durchgeführt hat, ist sie eingenommen und in eine Ruine verwandelt worden, aber dennoch eine Militäranlage, die, wir gehen davon aus, von der V-Armee bewacht wird. Und die Truppen sind zurückgedrängt, sie sind zermürbt, aber sie konnten auch die Hauptstadt noch gegen unseren Ansturm halten. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass es genug Truppen geben wird, um deutlichen Widerstand zu leisten gegen diese Rettungsaktion. Sind wir über was für andere Bedrohungen können dort gesprochen werden? Wissen wir von Truppenverbänden der Untoten? Wissen wir vom Chaos? Die Magna Tenebra? Was wir wissen ist, dass die Untoten, die aus dem Portal im Eltertal kommen, da wir ihnen jeglichen Weg ins Eltertal versperrt haben, indem wir sie selber in Schach halten, beziehungsweise indem wir die Waldvölker auf unsere Seite gebracht haben im letzten Jahr, dass
das ganze freie Land zwischen Eltertal und Hauptstadt, in dem im Moment keine nennenswerten Truppenverbände stationiert sind. Die V-Armee ist bis in die Hauptstadt zurückgedrängt worden und die Königsarmee hat sich ins Eltertal zurückgezogen. Das heißt, es gibt keinen nennenswerten Widerstand zwischen Eltertal und Hauptstadt. Wir gehen davon aus, dass die Untoten im Moment damit beschäftigt sind, gen Norden zu ziehen, gen Hauptstadt zu ziehen, weil es die einzige Richtung ist, in die sie im Moment ziehen können. Wir wissen auch, dass die Hauptstadt gut befestigt ist. Aber ihr habt nichts oder niemanden, der sich gegen diese Untoten stellt. Doch, an den Grenzen des Eltertals. Wir beschützen diese Landesregion vor den Untoten. Aber in dem umkämpften Gebiet in der Mitte des Landes sind im Moment keine Truppenverbände. Weder von uns noch von der V-Armee stationiert. Das heißt, es ist möglich, dass das Niemandsland wird. Und einige von euch haben ja bestimmt mitbekommen, und mir wurde auch berichtet, dass die Untoten sehr schnell und sehr aggressiv vorgehen und in Lande vorrücken. Das heißt, wir können uns nicht sicher sein, wie schnell sie im Norden ankommen können. Dann steht aber noch die Hauptstadt mit der V-Armee vor. Von daher gehen wir erstmal nicht davon aus, dass die Untoten schon ganz im Norden sind. Was wir wissen, ist, dass alles, was von der Magna Tenebrae noch übrig ist, im Norden des Landes, also nördlich der Hauptstadt, sich herumtreibt. Wir gehen davon aus, dass sie im Nordosten des Landes ihre letzte Bastion haben, wo sie die meisten ihrer Truppen stationiert haben. Den Teil werden wir komplett umsegeln. Und außerdem müssen wir, die Magna Tenebrae sind so zwar feindlich gesinnt, aber wir müssen auch sehen, dass sie allen anderen Feinden von uns auch feindlich gesinnt sind. Das heißt, es ist nicht unbedingt sinnvoll, sie überall direkt zu attackieren, sondern zumindest eine Waffenruhe auszuhandeln. Ja, man muss besonders vorsichtig sein, wenn man das mit ihnen tut. Sind uns auch schon in den Rücken gefallen. Allerdings ist es sinnvoller, als die offene Konfrontation zu suchen. Die Magna Tenebrae sind aktuell nicht die größte Bedrohung. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch mit der ersten Runde direkt an. Ja, das sieht schlecht aus. Wir machen das nicht. Wir werden zwei vorne sehen. Ja, eben. Ja. So. Füße! Genau, Füße sind hier. Haben wir jetzt aber auch fast lang, weil dann der Kraft ist aber nicht mehr. Jubel! Was war da los? Oh, leck! Und jetzt
Sind alle tot? Zündet die Leichen weg, die wohnen tot! Ist eine lange Erklärung. Gleich ein Anzünden, Donner, weil der Untot könnte hier auch überall sein. Ah, geht schon. Dann nehmt euch zusammen. Die wurde getötet. Ja. Er hätte eine Nachricht geschickt. Er hätte uns gestern Nacht vor den Spionen genommen. Edward Piggy. Ich habe gestern eine Nachricht hierher kommen lassen. Ja, der Hinweis, dass du schön euch kennenzulernen. Ja, ich habe gemerkt, ihr habt euch darum gekümmert, um das Problem. Der Hauptmann hat sich darum gekümmert, aber er ist gerade verhindert. Ach, schade. Ich hätte ihm persönlich gern gedankt. Was kann ich für euch tun? Ja, ich glaube. Eure Leute benötigen eine Erklärung. Ich bin Forscher und ich bin hier unterwegs, um eine verborgene oder verschollene Kultur zu erforschen. Und die VME ist sehr daran interessiert, diese Forschung unter den Nagel zu kriegen. Und diese paar Leute da und die von gestern, das war der gesamte Druck, der mitgeschickt wurde, auf mich aufzupassen. Einmal für euch zwei kleine Informationen. Eure Loyalitäten liegen wo? Beim rechtmäßigen König natürlich. Habe ich hier Hinweise? Ich glaube, die Schrift habe ich noch nicht ganz entziffern können. Aber in der Kultur geht es halt um die Verehrung der Sonne. Und ich glaube, sie haben einen Weg, wie man Vampire endgültig auslöschen kann. Das wäre sehr hilfreich, da wir in diesem Bereich ja ein großes Unglück haben. Und diese Scherben verweisen auch echt was? Die Schrift, sobald sie komplett entziffert ist, wird uns bei der Forschung einfach weiterhelfen können, herauszufinden, wie sie das verbracht haben. Okay. Die Scherben habe ich zu einem Künstlerkollegen geschickt, der sie nach seinem besten Künsten restaurieren soll. Aha. Da gibt es nämlich ein Relief, das ich so aber halt nicht erkennen konnte. Was wollt ihr? Ja, was ich im Endeffekt will, ich will eine Expedition organisieren. Ich habe nämlich eine starke Vermutung, wo ein Tempel sein kann. Okay. Ein bisher unberührter Tempel. Okay. Und für diese Expedition brauche ich eine Unterstützung. Okay. Sowohl halt kriegerischer als auch halt geistiger. Okay. Es geht halt in den hohen Norden. Ja, das ist ein Problem. 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 Ja, das ist ein Problem.
Prophezeiungen sind zwar meist nicht genauso wie es richtig ist, aber es gibt hier in den Landen die Blutkönige. Und wenn der Unkult überall Berge von Leid sind, Blutkönige, dann kommt man hier Leid. Überall Blut. Jetzt kommt, also jetzt ist quasi das Finale, da ist quasi der gewinnt. Ja, aber hier sind eigentlich scheiß Kriege. Da ist nichts Neues. Kann man nicht anders machen. Da ist jetzt quasi bis auf den letzten Mann und wir haben hier noch Spielberg gewonnen. Punktesystem einfach nur, weil wir eine ungerade Anzahl an Teams haben. Damit ist es einfach. Nun. Die Mysterien des Schattens, des Sterndeuters offenbaren, der mit seinem Astrolabium über alle Geheimnisse dieser Welt und allen Welten gebietet, möge er dir Einsicht verschaffen. Kadamelusela. Kadamelusekie, ihr Neuer. Alles ist verbunden. Alles ist verbunden. Mehr. Steigt immer höher. Steig. 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 Bis an den Himmel. Bis an den Himmel. Ein blutroter Nebel. Ein blutroter Nebel, so ist dicht, dass ich meine Hand vor Augen nicht sehen kann. Ein blutroter Nebel, so ist dicht. Das sind kleine Wesen. Graben in der Erde. Die wachsen und wachsen. Die wachsen immer weiter. Die wachsen immer höher. Immer höher. Bis sie zusammenstürzen! Ein gellender Schrei! Die verbrennen! Brennt an den Fokus. Schlüssel. Schließe das Tor zu seiner Seele. Schließe das Tor zu seiner Seele. Schatten durchströme mich, durchströme ihn. Schließe das Tor zu seiner Seele. Gib mir den Fokus. Gib mir den Schlüssel zur Halle. Seine Schatten. Wir verbrennen. Deine Ängste sind nicht real. Kalamelusela. Kalamelusekie. Kalakimelusekie Loyam. Wir beenden die Verbindung. Folge dem Licht, folge deinem.